Die Geschichte der Mobilität ist eng verbunden mit unserem Streben nach immer weiter, immer schneller, immer höher. Beweglichkeit, also die Mobilität, von einem Ort zum anderen Ort zu gelangen, gehört eigentlich zu den Grundbedürfnissen der Menschheit. Unsere Vorfahren in grauer Vorzeit, die nutzten ihre Körperkraft, um von einem Ort zum anderen Ort zu gelangen. Sie mussten laufen. Im Laufe der Zeit hat man Pferde genutzt, um sich fortzubewegen. Oder auch mit der Erfindung des Rades wurden Wagen gebaut, die sich immer weiter perfektionierten und die für die Beweglichkeit dienten. Machte man eine Seereise, nutzte man Schiffe oder Boote. Das heißt, man war aber immer wieder auf Körperkraft oder auch von den Elementen abhängig. Eine wichtige Entwicklung in der Geschichte der Mobilität ist das 18. Jahrhundert, in dem man nämlich begann zu experimentieren mit Energien oder auch mit Erfindungen, die Maschinen entwickelten, die auch der Fortbildung, der Fortbewegung dienten. Von dort aus ist es so, dass die Erfindungen, die dort gemacht wurden, die kuriosesten Dinge hervorgebracht haben, aber diese Erfinder gelten im Prinzip als die Pioniere der Mobilität. Und ohne diese verrückten Erfinder teilweise wäre unser Flug-, Auto-, Schiffsverkehr, Eisenbahnverkehr in der Form nicht möglich. Die Dampfmaschine, die Entwicklung der Dampfmaschine hat einen ganz entscheidenden Impuls gegeben. Zum einen zu den motorgetriebenen Automobilen, zum anderen aber auch ganz wesentlich im Eisenbahn- und Schiffsverkehr. Dass Sachsen in dieser ganzen Entwicklung eine ganz besondere Rolle gespielt hat und nach wie vor spielt, werden wir heute von Herrn Karus hören. Ich begrüße euch. Ihr seid bestimmt auch mobil. Wie bewegt ihr euch fort? Ich würde mal annehmen mit dem Fahrrad, aber vielleicht auch mit dem Auto von euren Eltern. Aber wie haben sich eure Großeltern oder eure Urgroßeltern fortbewegt? Und welche Fortbewegungsarten, welche Mobilität spielt bei euch in eurem Leben, obwohl ihr sie gar nicht direkt benutzt, eine Rolle? Mobilität, der Motor der Welt, das schauen wir uns heute gemeinsam an. So, da sind wir hier bei uns in unserem kleinen Studio im Industriemuseum in Chemnitz. Ich begrüße recht herzlich auch Efi zu uns zugeschaltet aus Leipzig, die eure Fragen an mich weiterleitet und mit der ich mich vielleicht bei der einen oder anderen Frage auch heute ein bisschen unterhalten möchte. Mobilität, erstmal ein großes Wort, der Motor der Welt, auch wieder viel. Schauen wir uns einfach mal an. Was bedeutet das? Und zwar, ihr habt sicherlich alle Dinge bei euch im Kinderzimmer oder in der Küche, die ihr nicht selber anbaut. Ich habe hier mal zwei Sachen mitgebracht. Zum einen bin ich eine Naschkatze, das gebe ich gerne zu. Und zum anderen isst mein großer Sohn leidenschaftlich gerne Nudeln. Wir haben das hier mal, wunderbar, wir haben das jetzt hier mal im Bild. Ne? Kann ich auch eins mal essen? Die zwei Sachen, die zwei Beispiele, die werden natürlich nicht um die Ecke hergestellt. Die müssen irgendwie zu uns kommen, die müssen irgendwie zu unserem Supermarkt kommen. Und das hat was mit Mobilität zu tun, im engen Sinne. Mobilität hat natürlich aber auch was damit zu tun, wie wir uns fortbewegen. Ich habe hier mal die Weltkarte hinter mir und vor mir, Entschuldigung, muss das mal aufessen, den Globus. Denn Mobilität im 21. Jahrhundert bedeutet auch Globalisierung. Das bedeutet, wir dürfen nicht mehr im kleinen, in meinem Fall jetzt Chemnitzer, Kontext, lokal denken, vielleicht auch gar nicht mehr so regional Sachsen oder national Deutschland, sondern wir müssen wirklich global über die ganze Welt schauen. Ne? Denn viele Sachen, die ihr nutzt, vielleicht eure Playstation, euer Handy, euren Fernseher, müsst ihr einfach mal schauen auf der Verpackung oder hinten drauf, wo kommt das her? Da gibt es diese kleine Wortgruppe Made in China, Made in Germany. Und da könnt ihr natürlich gucken, wo kommt das her, wo wird das hergestellt und irgendwie muss es ja von dort zu uns kommen. Aber wie funktioniert das? Oder auch anders erstmal gefragt, wie hat es vielleicht früher funktioniert? Wir gehen mal ein Stückchen weiter. Ich habe schon ein bisschen vorweggegriffen. Was kommt alles zu uns? Das sind einfach nur mal 8 Beispiele. Da haben wir natürlich Obst, Gemüse, Äpfel, Bananen etc. Aber Mobilität hat auch ein bisschen was mit Urlaub, mit Freizeit zu tun. Denn wo wart ihr im letzten Urlaub oder im vorletzten Urlaub? Seid ihr schon mal irgendwo hingeflogen? Seid ihr gewandert? Seid ihr mit dem Auto gefahren? All das sind natürlich Sachen, Aspekte der Mobilität. Früher, vor über 200 Jahren, hatten die Leute bloß ihre Muskelkraft. Also da gab es tierische oder menschliche Muskelkraft. Und da ging es die Frage darum, wie weit können Leute in einer Stunde, an einem Tag laufen? Wie viel können sie tragen? Und da habe ich doch gleich mal die erste Frage an die Efi. Efi, gehst du gerne wandern?
naja, jetzt in Corona-Zeiten muss man ja, ne? Genau, da ist man ein bisschen angehalten, auch so ein bisschen frische Luft zu schnappen, das ist wahr. Aber Evi, was denkst du, wenn wir jetzt sagen, du siehst ja hier die Schreibmaschine bei mir, ne, vor mir, Chemnitzer Produkt von den Wandererwerken. Du wärst jetzt angestellt in den Wandererwerken und müsstest quasi diese Schreibmaschine, die hat ein Kunde bestellt, von Chemnitz wohin bringen, zu Fuß. Passt zwar jetzt nicht im Zeitkontext ganz, aber was denkst du, was die Schreibmaschine wiegt? Also ich würde erstmal sterben, ja. Mhm. Und die ist bestimmt richtig schwer. Also 5, 6, 7 Kilo? Ja, also das reicht nicht. 10? Nein, 10 Kilo, das wäre schon. Aber ich als Unternehmer, ich würde natürlich sagen, um Himmels Willen, eine tue ich dir nicht auf den Rücken, sondern da wären gleich 4 drauf. Da wären wir so ungefähr bei 20 Kilo. Und wir haben uns das mal angeguckt, wie hat das früher funktioniert? Und da schauen wir jetzt mal rein. Ja, früher war der Transport von Waren sehr, sehr schweißtreibend. Ihr seht, ich habe einen großen Rucksack jetzt aufgesetzt. 20 Kilo ungefähr hat er. Ne? Und früher, aber wir keine Fahrzeuge hatten, keine Dampflokomotiven, da mussten wir alles tragen. Da mussten wir alles per Fuß bewegen, auf unserem eigenen Rücken. Nach 20 Kilo wird es arg unangenehm. Ihr seht, das ist ein moderner Rucksack. Früher war ein bisschen unangenehmer, weniger Polsterung. Und mehr als 4 bis 7 Kilometer. Die Stunde habe ich auch nicht geschafft. Und wie weit wären wir dann am Tag gekommen? 30 Kilometer ist schon eine gute Tagesleistung. Und wenn ihr euch dann überlegt, 30 Kilometer noch mit 20 Kilo auf dem Rücken und ihr hättet dort wertvolle Waren drin, was weiß ich, was zu trinken, was Süßes oder Glas, dann müsst ihr natürlich entsprechend vorsichtig euch bewegen. Und damit könnt ihr auch sehen, dass der Warentransport früher wesentlich langsamer lief als heute. Heute haben wir Autos etc. und es läuft natürlich alles ein bisschen schneller und sicherer. Ja, früher war es sehr anstrengend. Oh, jetzt kann ich aber auch schon nicht mehr. Jetzt muss ich den Rucksack absetzen. So, Evi, Hand aufs Herz. Würdest du mit dem Rucksack gerne was auch immer von A nach B bringen wollen? Nee, aber ich frage mich ehrlich gesagt auch gerade, warum haben die denn keine Esel oder Pferde dafür benutzt? Haben sie natürlich auch. Also das hängt natürlich davon ab, was hat man transportiert. In Thüringen zum Beispiel, in der Glasindustrie, da hat man die fertigen Gläser in Holzwolle oder Baumwolle eingepackt und das natürlich mit dem Rucksack transportiert, weil das ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen ruhiger ist, weniger stoßintensiv. Wenn die Entfernungen länger wurden, hat man natürlich Esel, Ochsen, Pferde verwendet, je nachdem, was man hatte. Also Pferd ist ja auch schon ein Luxusgut vor über 200 Jahren gewesen. Und damit war natürlich die Entfernung, die man zurücklegen konnte, wesentlich größer. Wir haben ja gerade gehört von mir selber, 4 Kilometer ungefähr in der Stunde. Überlegt einfach mal, wenn ihr mit euren Eltern wandern geht, wie weit kommt ihr in die Stunde? Ne? In der Stunde. Früher habe ich mal 7 Kilometer die Stunde geschafft, heute bin ich nicht mehr ganz so fit. Da sind es vielleicht in der ersten Stunde 5 Kilometer und dann nimmt das kontinuierlich ab. Und wenn ich dann auch noch einen schweren Rucksack habe, ist das ein bisschen mehr. Das heißt also, Mobilität hat eng was damit zu tun, wie viel Waren wir vor Ort haben, wie viel Waren wir anbieten können, wie viel Waren wir vielleicht auch zu Hause haben, auch unser eigen nennen können. Und da greife ich mal gestern zurück, da hat ja meine Kollegin, die Frau Ulich, die Helen, euch ein bisschen was über Textil erzählt. Und auch da hängt es natürlich davon ab. Früher wurde sehr oft das produziert, was man verbraucht hat, dort, wo man gewohnt hat. Und mit zunehmender Industrialisierung ändern sich diese zwei Orte. Es kommt quasi eine Entfernung dazwischen. Und in dem Maße, wo die Entfernung zunimmt, muss auch die Mobilität zunehmen. Und das bezeichnen wir heute als Globalisierung. Gehen wir vielleicht ein Stückchen weiter in der Geschichte der Mobilität. Da sind wir vielleicht so ein bisschen bei dem, was ihr habt. Evi, hast du ein Fahrrad? Natürlich. Natürlich, ich auch, aber ich bin schon lange nicht mehr Fahrrad gefahren. Ich gebe das auch zu. Das Fahrrad als Erfindung erleichtert uns natürlich. Wir können wesentlich mehr Kilometer, also eine größere Strecke pro Zeiteinheit, pro Stunde zurücklegen. Und wir sind mobiler. Das merkt ihr natürlich vielleicht. Ihr fahrt mit dem Fahrrad zur Schule oder zu Freunden oder ins Kino, wo auch immer hin. Da seid ihr, keine Ahnung, hängt von der Strecke ab, aber irgendwie in einer halben Stunde da, wo ihr vielleicht mit dem Bus eine Stunde bräuchtet. Und man kann natürlich auch mit dem Fahrrad Lasten und Waren transportieren, so mit Lastenrädern oder mit Anhängern. Googelt einfach mal Fahrrad, Last, Bildersuche bei Bilder. Da gibt es unheimlich viele tolle Bilder, wo das Fahrrad quasi gar nicht mehr erkennbar ist, so ein riesen Batzen drüber hängt, gerade im asiatischen Raum. Also das Fahrrad ermöglicht uns schon einen wesentlich größeren Grad der Mobilität und
In der sächsischen Industriegeschichte spielt das Fahrrad eine ganz wesentliche Rolle oder auch in der deutschen, weil das Fahrrad der Einstieg quasi ist für die individuelle Mobilität. In Amerika ist es das Auto, in Deutschland geht das aber mit dem Fahrrad los. Das hat ein bisschen was damit zu tun, wie viel Geld haben die Leute in der Tasche und was können sie sich zuerst kaufen, zuerst leisten. Und da ist das Fahrrad natürlich ein sehr günstiges Fortbewegungsmittel, weswegen es dann auch Fahrradvereine gibt, Fahrradfahrvereine, die sich schon sehr zeitig gründen. Gut, kommen wir zum nächsten wichtigen Schritt, Evolutionsschritt könnten wir quasi sagen in der Mobilität. Das ist, hier haben wir mal im Hintergrund eine kleine Dampflokomotive und ich habe hier euch mal ein schönes Exponat aus der Vitrine rausgenommen. Das haben wir dann bestimmt auch gleich im Bild. Ah, wunderbar. Ich versuche das euch mal ein bisschen näher zu präsentieren. So. Genau, na, eine Dampflokomotive von Richard Hartmann, das ist natürlich jetzt eine Modelllokomotive. Wir schauen uns gleich noch die richtige Lokomotive an. Aber Eisenbahn ist im Prinzip der große Multiplikator zur Mobilität. Heißt also, im Fachbereich würden wir dann von der Dynamisierung der Welt sprechen oder die Welt wird kleiner, könnten wir auch sagen. Das heißt also, je mehr wir unser Eisenbahnnetz ausbauen, je schneller können wir zwischen zwei Punkten uns bewegen. Die erste Dampflokomotive 1804 erfunden. In England hat er natürlich eine ganze Weile gedauert, bis es nach Deutschland, bis es nach Sachsen gekommen ist. Die erste Ferneisenbahnstrecke gab es ja in Deutschland, in Leipzig nach Dresden. Und in dieser Zeit, so in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, da haben die Ärzte doch tatsächlich gesagt, durch die Beschleunigung beim Fahren mit der Dampflokomotive wird das Gehirn nach hinten gedrückt und man hält das gar nicht aus. Jetzt überlegt mal bitte, wie schnell so eine Dampflok fährt oder vielleicht auch eine Diesellok heute oder eine Elektrolok und wie schnell vielleicht euer Papa oder eure Mama fährt, also mein Papa, ich gebe das gerne zu, er fährt gerne mal ein bisschen schneller, so 220. Das ist eine ganz andere Geschwindigkeit als die ersten Dampflokomotiven, die haben 30, 40 Kilometer die Stunde geschafft. Und jetzt machen wir mal was Besonderes, wir schauen uns mal die Lok bei uns in der Dauerausstellung an von Richard Hartmann. Und wir stehen jetzt hier an der Dampflokomotive, an einer Dampflokomotive, der Sächsischen Maschinenfabrik, Fomas Richard Hartmann. Und wie ihr seht, ist sie ja ganz schön groß. Und dabei ist das eigentlich noch eine kleine. Na, die richtig großen Dampflokomotiven für Güterverkehr oder Personenschnellzugverkehr sind viel, viel größer. Und das erkennt ihr quasi an der Radgröße. Wenn ihr das Rad jetzt mal mit mir vergleicht, na, ihr seht, ich bin jetzt nicht der Größte. Das Rad ist aber so ungefähr wie ich. Wenn wir eine Personenschnellzuglokomotive hätten, dann wäre das Rad doppelt so groß wie jetzt, also wesentlich weiter höher als mir. Und die Lokomotive hat eine Besonderheit. Es wird nämlich Kreuzspinne genannt. Warum Kreuzspinne? Weil sie zwei Zylinder hat, zwei Dampfzylinder und beide Drehgestelle, das hier ist ein Drehgestell, die zwei Räder sind auf einem Drehpunkt gelagert. Und durch diese zwei Zylinder kann die Dampflokomotive engere Kurvenradien fahren. Wofür brauchen wir das? Beispielsweise ist die Dampflokomotive in Dresden auf dem Windberg gefahren, deswegen wird sie auch Windbergbahn genannt. Und im Erzgebirge oder im Gebirge selber haben wir sehr enge Kurven. Und wenn wir einen engeren Kurvenradius fahren können, dann sparen wir uns Gleise, dann sparen wir uns Infrastrukturkosten, Eisen. Und dafür ist diese Lokomotive extra entwickelt worden. Gebaut wurde sie in Chemnitz 1910, eine der wenigen erhaltenen, eine Leihgabe vom Verkehrsmuseum Dresden, hier bei uns zu sehen, vom sächsischen Lokomotivenkönig Richard Hartmann. Und jetzt machen wir was ganz Besonderes. Jetzt gehen wir mal in die Lok rein, das dürfen nämlich die normalen Gäste nicht, aber für euch machen wir da mal eine Ausnahme. Und jetzt haben wir es geschafft, jetzt sind wir hier oben auf der Dampflokomotive. Wie gerade gesagt, das darf im normalen Museumsbetrieb nicht jeder Besucher, eigentlich gar keiner, aber mit mir dürft ihr das heute mal. Na? Ihr seht, es ist ziemlich beengt hier. Das war der Arbeitsplatz von zwei Menschen, dem Lokomotivführer und dem Heizer. Und der Heizer hatte die ganze Zeit die Aufgabe, die Kohlen hier in die Feuerbüchse hinein zu befördern. So eine Dampflokomotive hat im gesamten Arbeitstag mehrere Tonnen Kohle gebraucht. Das hängt von der Lokomotivart ab und auch vom Gewicht ab, die der Zug hat und natürlich von der Strecke. Das können durchaus bis zu 40 Tonnen Kohle gewesen sein. Und was war die Aufgabe des Heizers? Er stand hier ungefähr so wie ich jetzt mit einer großen, breiten Schaufel und hat die ganze Zeit die Kohlen von hier hinten genommen und hier vorne reingeschmissen. Ihr müsst euch also mal vorstellen, wenn das euer Job wäre, 8 Stunden lang, dann hättet ihr solche Oberarme. Und
wie würde ich, sage ich immer, dann darf man seinem Papa nicht allzu frech werden. Ne? Es war ein Knochenjob, das ging in den Rücken, das ging in den Körper. Und hier, wo ich jetzt stehe, da stand der Lokomotivführer. Der hatte die Aufgabe, die Geschwindigkeit der Lokomotive im Auge zu behalten, die Strecke im Auge zu behalten. Ihr seid sicherlich alle schon mal mit dem Zug gefahren und habt auf der Anzeige im ICE gesehen, dass der Zug auf verschiedenen Strecken unterschiedlich schnell fährt. Also quasi wie euer Papa oder eure Mama mit dem Auto unterschiedlich schnell fährt, je nach Strecke. Und das musste der Lokomotivführer einhalten. Er hat also quasi hier aus dem Fenster geguckt, konnte die Strecke im Blick behalten und hat dann die Dampfzufuhr geregelt, den Wasserdruck im Auge behalten, aber zur Not natürlich auch eine Bremsung hingelegt. Und Dampflokomotiven sind noch gar nicht so lange aus unserem täglichen Lebensbild verschwunden. Dampflokomotiven sind ja ein Leitbild, ein Leitfossil nennt man das, der Industrialisierung. Und in Sachsen sind sie bis in die 80er Jahre hinein im Regelbetrieb gefahren, haben also Güter von A nach B transportiert. Und das seht ihr vielleicht, habt ihr schon mal gesehen, so diese großen Ringlokschuppen, Backstein, die gibt es in Dresden, die gibt es in Chemnitz, die gibt es in Leipzig. Das waren quasi die Bahnhöfe, die Garagen der Dampflokomotiven. Und die haben unsere Waren transportiert. Sehr wichtiges Utensil, heute quasi aus dem Regelbetrieb herausgenommen. Aber ihr habt immer noch die Möglichkeit, heute mal mit einer Dampflokomotive unter Frischdampf, nennt man das, zu fahren. In Dresden, in Radebeul beispielsweise, oder aber auch in Chemnitz, da gibt es verschiedenste Vereine, wo ihr das erleben könnt. Da könnt ihr quasi Industriekultur, Industriegeschichte, diese riesige Maschine, die könnt ihr hören, die könnt ihr fühlen, die könnt ihr schmecken. So also ein Dampf hat einen ganz eigenen Geruch. Ja, Evi. Und, bist du schon mal mit einer Dampflokomotive gefahren? Ja, jeder, der ja mal auf Rügen war, der ist bestimmt schon mal mit dem rasenden Roland gefahren und das ist sehr lustig. Mein Gehirn hat sich da übrigens ganz normal angefühlt. Genau, denn nicht alles, was man, also alles, was neu ist, jede neue Erfindung birgt natürlich Risiken und Ängste, das ist ganz normal und nicht alles bewahrheitet sich. Also zum Beispiel, dass das Gehirn nach hinten gedrückt wird, das wissen wir heute, das ist nicht so. Aber wenn ihr Industriegeschichte live erleben wollt, und ich gebe das auch gerne zu, in der Schule war ich kein allzu aufmerksamer Schüler und es gibt auch gewisse Fächer, die mir nicht so viel Spaß gemacht haben, aber wenn ihr Industriegeschichte live erleben wollt, Industriekultur, dann habt ihr vielfältige Möglichkeiten. Das könnt ihr mit einer Dampflokomotivfahrt machen, das könnt ihr, indem ihr irgendwo hingeht, euch alte Gebäude anschaut oder auch mal in Flüssen entlang wandert. Das muss nicht zwangsläufig nur im Museum sein. Im Museum bewahren wir aber die Hinterlassenschaften, die Artefakte nennen wir das, also die Gegenstände, die übrig geblieben sind. Und jetzt kommen wir noch mal so ein bisschen zur Dampflokomotive zurück. England ist ja das Mutterland der Industrialisierung. England war Deutschland mal 80 Jahre technologisch voraus. Die Engländer haben natürlich auch versucht, ihren Vorsprung zu schützen durch Gesetze, könnten wir das vereinfacht sagen. Und ein Ergebnis so eines Patriots Act, nennt man das, ist zum Beispiel das Made in. Die Engländer wollten signalisieren, was nicht alles bei ihnen produziert worden ist, zum Beispiel Made in Germany. Die Deutschen haben in einer gewissen Phase halt auch abgekupfert. Wir könnten das heute als Industriespionage bezeichnen. Und so ist dieses Made in entstanden. Und als die erste Ferneisenbahnstrecke hier in Deutschland, in Sachsen, gebaut worden ist, da hat man keine sächsische Lokomotive quasi von ran gespannt, sondern eine englische. Zum einen gab es in Sachsen noch keine Firma, die Dampflokomotiven hergestellt hat. Zum anderen hat man den Versuchslokomotiven, könnten wir sagen, gar nicht so sehr getraut. Und 1848 hat Richard Hartmann, ihr seht hier, ich habe hier noch einen Stock, da gehen wir dann gleich noch drauf ein. Richard Hartmann, ein Franzose, ein Elsässer, der ist über seine Wanderjahre nach Chemnitz gekommen. Chemnitz war ja mal die erste Fabrik und zweite Handelsstadt in Sachsen, also quasi das industrielle Herz von Sachsen, könnten wir sagen. Und Richard Hartmann hat reich geheiratet, die Firma wuchs, expandierte, er zog mehrfach um. Und Richard Hartmann hat 1848 ein Bittgesuch an den sächsischen König geschrieben, also 1847, 48, das war quasi über die Jahreswende. Und in diesem Bittgesuch hat er den sächsischen König gefragt: Lieber sächsischer König, kannst du mir 30.000 Taler geben? Das ist, wenn man es jetzt in Euro umrechnet, eine ganze Menge Geld, mehrere Millionen. Dann baue ich dir Dampflokomotiven nach englischem Vorbild und du bist unabhängig von den Importen. Denn die Engländer, es waren damals nicht wie heute, wir können heute einen Katalog aufschlagen oder ins Internet gehen, wir klicken einfach bei Amazon auf Bestellen und gerade in den heutigen Zeiten und die Ware wird gebracht von einem Paketlieferdienst. Vor 200, 150 Jahren war das halt nicht so. Der sächsische König hat in seine, ich sage mal scherzhaft, in seine Schatulle geschaut, hatte da noch 30.000 Taler drin und hat gesagt: Lieber
lieber Hartmann, ich gebe dir die 30.000 Taler natürlich zu einem Kredit, 5 Jahre zinsfrei, danach zahlst du mir das zurück. Und insgeheim hat sich der sächsische König gedacht, naja, wenn es der olle Hartmann in Chemnitz schafft, dann habe ich eine eigene Lokomotivfabrikation in Sachsen. Richard Hartmann hat dann die erste 1848 die erste Lokomotive hier in Chemnitz hergestellt und ist quasi in die Geschichte als sächsischer Lokomotivenkönig eingegangen. Die Firma hat dann bis zur Weltwirtschaftskrise existiert, hat leider die Weltwirtschaftskrise nicht überlebt und hat ein bisschen was über 4.500 Lokomotiven hergestellt. Und da gibt es eine spannende Geschichte. Wir haben nämlich hier im Museum, wir sammeln ja so Besonderheiten, auch im Industriemuseum, auch im Massenkontext. Und wir haben den originalen Spazierstock von Richard Hartmann. Ich halte den mal hier hoch ins Bild. Deswegen habe ich auch die weißen Handschuhe an. Ne? Wir wollen ja unsere Objekte bewahren und schützen. Und wir wollten das erst gar nicht so richtig glauben. Und wenn ihr aber hier mal das lest, ne? Richard Hartmann, Chemnitz, Sachsen. Auch das haben wir noch nicht geglaubt. Wir müssen ja auch ein bisschen kontrollieren und ein bisschen Echtzeitzeitung. Wir haben da eine dendrochronologische Untersuchung gemacht und das Holz ist wirklich genau in die Zeit zu datieren, in der Richard Hartmann gelebt hat. Und es gibt eine Legende dazu, dass Richard Hartmann diesen Spazierstock bei einer Feier, bei einem Spaß in der Flucht vergessen haben soll. Und über Umwege ist er dann zu uns ins Museum gekommen. Ob es aber wirklich final der originale Spazierstock von Richard Hartmann ist, das werden wir wahrscheinlich nie rauskriegen. Zumindest sprechen die Indizien sehr viel dafür. Richard Hartmann hat dann also Loks hergestellt und die Lokomotiven sind dann weltweit exportiert worden. Wie gesagt, zwischen, ich sage es mal, 1850 und 1920, ein bisschen danach, Weltwirtschaftskrise ist etwas später noch, in die ganze Welt, in Südamerika, nach Indien etc. Und dort fahren die Dampflokomotiven von Richard Hartmann heute noch. Ihr seht also Qualitätsarbeit, made in Saxony, könnte ich jetzt sagen, made in Germany. Und er hat damit natürlich die Entwicklung des sächsischen Eisenbahnwesens massiv vorangetrieben und auch die des Deutschen. Denn Deutschland hat einmal die dichteste Eisenbahnverbindungen. Er hat vielleicht schon mal was von Friedrich List gehört. Friedrich List hat sich das ja ausgedacht. Und wenn ihr einfach mal auch wieder googelt oder im Geschichtsbuch nachschaut, Friedrich List hat da ein paar Linien gemalt, von Dresden nach Leipzig, von Leipzig nach Berlin und so weiter. Und wenn ihr einfach mal diese erste Skizze von Friedrich List mit dem heutigen Eisenbahnnetz, beispielsweise ihr nehmt in eurem Handy eine Karten-App und vergleicht das mal, dann seht ihr genau diese Entwicklung. Und die Evi hat eine Frage. Und zwar fragt ein Nutzer, wie ist man denn überhaupt auf den Namen Lok-Lokomotive gekommen? Oh, wie ist man auf den Namen Lok-Lokomotive gekommen? Im Englischen heißt das ja Steam Engine, Dampfmaschine. Das ist eine gute Frage, da muss ich mal nachlesen, da muss ich gerade wirklich passen. Aber das kriege ich raus, das werden wir dann bestimmt bei Facebook quasi beantworten. Denke ich mal, am Montag könnte ich die Antwort liefern. Na, wenn machen das, wir so. Ja, das ist doch wunderbar. Alles kann man ja auch nicht wissen. Na, genau, Richard Hartmann hat aber neben Dampflokomotiven auch vieles andere hergestellt. Also die Firma von Richard Hartmann, Dampfhämmer, Werkzeugmaschinen, also alles, was man quasi im industriellen Kontext benötigt. Aber wir sind ja heute bei der Mobilität und da tun wir mal unseren Spazierstock wieder weg, unseren vorsichtigen, und gehen mal ein Stückchen weiter. Eine Besonderheit in Chemnitz gibt es nämlich noch, dass Werk von Richard Hartmann hatte nämlich keinen Gleisanschluss. Als Richard Hartmann hier also 1848 die erste Lokomotive gebaut hat, die Glück auf, hatte Chemnitz noch nicht mal einen Hauptbahnhof. Chemnitz hat erst 1852 einen Hauptbahnhof bekommen. Und Evi, du bist jetzt Richard Hartmann oder die Frau von Richard Hartmann, weil die Frauen sind ja sowieso die Wichtigeren, die leiten ja immer die Männer. Was würdest du tun? Du hast eine Lok gebaut, du hast einen Kredit aufgenommen. Würdest du die jetzt 4 Jahre lang rumstehen lassen? Du musst ja auch deine Leute bezahlen. Na, das Nutzen, also, oder wie meinst du, was ich jetzt tun würde, wenn ich, man hat ja eine Intention, warum man das getan hat. Genau, nicht? Aber brauchst ja, um eine Lok zu transportieren, brauchst du ja Gleise. Und die sind, ach so. Und die sind nicht da. Na, dann muss ich mich drum kümmern, dass ich Gleise habe. Genau, aber diese Investition war für Richard Hartmann selbst zu teuer. Und da hat er sich gefragt, wo ist der nächste Bahnhof von Chemnitz aus? Na, bevor wir jetzt großartig eine Karte bemühen, kann ich es euch verraten, der nächste Bahnhof von Chemnitz aus, das ist Leipzig. Das sind ungefähr 80 Kilometer, Dresden ist ein bisschen weiter weg. Und da hat sich der Richard Hartmann gedacht, naja, was kann ich? Ich weiß, dass die Leute laufen können. Ich habe Stärke, Pferde.
Kaltblüter, vielleicht geht jemand von euch reiten. Kaltblüter sind ja so die Lasttiere, die Nutztiere in der Forstwirtschaft. Und da hat er 2x16 Pferde vor einem Transportwagen gespannt, die Lok etwas zerlegt, die Lok oben drauf gepackt und die Lok quasi nach Leipzig gezogen. Das sehen wir hier mal in einem alten historischen Film. Das ist jetzt nicht der Transport nach Leipzig, sondern das ist quasi der Transport zum Hauptbahnhof, weil Chemnitz 1852 einen Hauptbahnhof bekommen hat. Ruckelt ein bisschen, wie gesagt, ein alter Film. Seht jetzt hier die Pferde rein und jetzt kommt auch gleich die Lok ins Bild. Bis 1852 hat Richard Hartmann quasi den Aufwand betrieben, die Lokomotiven nach Leipzig zu bringen. Mit der Glück auf hat er fast 30.000 Taler Umsatz gemacht, quasi fast den Kredit. Jetzt muss man natürlich da die ganzen Ausgaben noch abziehen. Aber ihr könnt euch den Aufwand vorstellen, den Aufwand, den ein Industrieller damals hatte, um hier quasi weiter, also um seine Waren zu verkaufen. 1852 hat dann Chemnitz ein Bahnhof bekommen, aber das Werk von Richard Hartmann leider, ich ziehe erstmal die Handschuhe wieder aus, leider noch keinen Gleisanschluss. Richard Hartmann hat dann versucht, eine Gleistrasse zu planen. Das ist dann in die Geschichte als der Sächsische Eisenbahnkrieg eingegangen. Diese Gleistrasse hätte nämlich durch den Park eines anderen Industriellen geführt, durch Louis Schönherr. Und Louis Schönherr und Richard Hartmann waren sich nicht ganz grün. Ihr kennt das vielleicht, die einen Menschen mögt ihr mehr, die anderen vielleicht ein bisschen weniger. Und Louis Schönherr hat gesagt, nein, meinen Park lasse ich mir nicht durch eine Eisenbahntrasse zerlegen. Das Ganze ging wieder bis zum Sächsischen König. Richard Hartmann hat dort leider verloren oder hat dort verloren. Und erst kurz nach 1900 hat das Werk von Richard Hartmann einen eigenen Gleisanschluss bekommen. Das heißt also, über 50 Jahre hat die Firma von Richard Hartmann Dampflokomotiven, die mehrere Tonnen wiegen, durch das Stadtbild von Chemnitz gezogen. Und ich kann das ganz offen sagen, ich bin in Leipzig geboren, in Dresden aufgewachsen, lebe jetzt in Chemnitz, mag diese Stadt sehr. Aber die Chemnitzer positiv gesehen, die können auch ein bisschen was. Und diesen Loktransport haben die Chemnitzer mal nachgestellt. 2009 das letzte Mal, ich glaube, da waren 12 Kaltblüter vorne dran, ein Kullemeier, das ist so ein LKW-Tieflader, eine Lok obendrauf, und haben diese Lokomotive durch das Stadtbild von Chemnitz gezogen. Und die Pferde haben eine Deichsel von diesem Querschnitt ungefähr, Stahl zerrissen. Da seht ihr also die Kraft, die hinter den Pferden steckt. Wenn ihr mir das jetzt nicht glaubt, schaut einfach mal Google Loktransport Chemnitz 2009, Enter. Da werdet ihr genug Videos bei YouTube dazu finden, dass ich euch also keinen Bären aufbinde an der Stelle. Aber gehen wir ein Stückchen weiter. Der nächste Schritt ist quasi das Motorrad. Aus dem Fahrrad entwickelt sich das Motorrad erst durch Zweitaktmotoren, durch leichte Motoren. Die ersten Motorräder hatten wenig PS. Heute haben ja Motorräder 100, 150 PS, je nach Maschine. Evi, fährst du Motorrad? Nein, aber ich hatte eine Zeit lang einen Motorroller. Oh, das ist ja auch was Feines. Ja, so wie in Italien? Genau. Ah, ja, ich habe eine kleine Shopper, die hat so 11 PS Leistung. Kann man vielleicht so mit den ersten Motorrädern der damaligen Zeit mit den leistungsstärkeren vergleichen. Also gemütlich bin ich quasi unterwegs. Und aus dem Motorradbau entwickelt sich dann quasi die Automobilindustrie. Das ist so im Prinzip die technologische Entwicklung, also vom Fahrrad übers Motorrad hin zum Auto. Wir haben in Sachsen nicht sofort Autos hergestellt. Wir hatten in Sachsen mal unheimlich viele Automobilfirmen. Einige Quellen sprechen von 34 verschiedenen Automobilfirmen. Kennt irgendjemand noch eine sächsische Automobilfirma? Evi? Kennst du eine? Nee. Nee? Aber wir haben ja, du sitzt ja in Leipzig, ne? In Leipzig, Leipzig gibt es doch BMW und Porsche. Ja, aber das ist ja nicht original sächsisch. Ah, genau. Die einzige noch produzierende sächsische Automobilfirma, ich lasse jetzt mal LKWs und sowas außen vor, die einzige noch produzierende sächsische Automobilfirma ist Audi. Audi gegründet in Zwickau. August Horsch hat dort die Horschwerke mal gegründet, ist dann aus seiner eigenen Firma ausgeschieden und hat dann quasi Audi gegründet. Und Audi ist die lateinische Übersetzung von Horsch. Könnt ihr auch einfach mal googeln. Ne? Aber im Erzgebirge gab es einen Dänen, also ein Däne kam nach Sachsen zum Studieren. Er hat schon gehört, die Sachsen haben ein gutes Schul- und Bildungssystem, denn Industrie, Innovation, Luxus, Güter hängt eng mit Bildung zusammen. Und die Sachsen haben nach dem Siebenjährigen Krieg erkannt, dass sie ihr Schulwesen stark verbessern müssen.
Und so ist das stückweise gewachsen, beispielsweise die Universität in Leipzig, eine der ältesten Universitäten, oder die TU Bergakademie Freiberg, nur um zwei Beispiele zu nennen. Und Jürgen Skafke Rasmussen, ein Däne, kommt nach Sachsen zum Studieren, studiert an der Hochschule mit weiter. Heute würde man sagen Fahrzeugbau, früher war es so ein bisschen Ingenieurswissenschaft, Maschinenbau, die Namen wechseln ja auch in der Geschichte so ein bisschen. An der Stelle kann ich verraten, ich habe mir seine Studienunterlagen angeguckt. Er war kein strebsamer Student. Er ist nach dem vierten Semester relegiert worden. Schöner, höflicher, lateinischer Ausdruck für das rausgeschmissen worden. Hat sich aber besonnen. Ne? Auch ich habe früher Maschinenbau studiert, vier Semester, und bin dann zur Geschichte gewechselt. Hat sich besonnen, hat in Zwickau sein Studium beendet und gründet eine kleine Ausbesserungswerkstatt. Die Firma wächst, die Firma floriert, er expandiert. Er zieht nach Zschopau und gründet in Zschopau wird die Firma quasi ganz groß, DKW, Dampfkraftwagen. Habt ihr vielleicht schon mal gehört oder habt das Symbol vielleicht schon mal gesehen? So ein Schild quasi, hat bis nach der Wende überlebt als Motorradproduzent und ist dann vor ungefähr 10 Jahren, ich habe es nicht genau im Kopf, quasi insolvent gegangen. Und Jürgen Skafke Rasmussen hat Motorräder erst hergestellt. Eigentlich war sein eigentliches Produkt ein Zweitaktmotor, den er in verschiedenen Sachen eingesetzt hat, in Bodenfräsen, in Notstromaggregaten, in Außenbordmotoren. War weltweit größter Motorradproduzent, hatte auch ein eigenes Rennteam, da ist der Name sehr bekannt. Da könnt ihr auch mal eure Eltern oder Großeltern nach DKW fragen, da werden sie uns bestimmt schöne Geschichten erzählen. Und Jürgen Skafke Rasmussen hatte aber einen Traum. Er wollte gern Autos herstellen, und in der Weltwirtschaftskrise, da expandiert er, da kauft er andere Firmen auf, wo er schon Aktienanteile dran hat, holt die Firmen quasi in sein, wir sprechen hier im Industriemuseum von ein bisschen von dem Imperium, also von seinem Firmenkonglomerat, das waren 18 verschiedene Firmen. Er konnte quasi, er hatte eine eigene Forstwirtschaft, er hatte ein eigenes Bergwerk, er konnte de facto fast alles selber herstellen. Und in dieser Zeit, in diesem Konglomerat, fängt er an, Autos herzustellen. Und die Autos damals, waren heckangetriebene Fahrzeuge, meistens Cabrios. Da haben wir im Industriemuseum auch einige ältere, also Holzautos mit Leder bespannt und oben so ein Lederverdeck. Konnte man aufklappen. Autos waren also ein schön Wetterfahrzeug, möchte ich damit sagen. Und Jürgen Skafke Rasmussen war aber ein wissbegieriger Mann. Er ist dreimal zu Henry Ford nach Amerika gefahren und hat dort quasi mit den Augen gelernt. Er hat also dort die Fließbandfertigung kennengelernt, die Taktstraße, also all das, was heute, was für die Industrialisierung, Industrie quasi als Synonym ist. Und hatte dann die Idee, wir stellen hier in Sachsen Frontantriebsautos her. Damit war er nicht der Erste, aber zumindest in Sachsen war er ziemlich weit vorn dran. Und seine Ingenieure haben dann 3-4 Jahre getüftet, bis sie den DKW F1 haben. Ich gehe mal ein Stück zur Seite, da seht ihr den quasi links. Also nicht die Prototypen, ein späteres Serienfahrzeug. Wir haben hier im Industriemuseum 25 Fahrzeuge der Marke DKW. Die hat uns quasi der Enkel von Jürgen Skafke Rasmussen geschenkt. Und wie sah Rasmussen aus? Warte ich einen kurzen Moment. Ah, genau. Hier vor mir habe ich quasi eine Büste des älteren Herrn Rasmussen, vom Jürgen Skafke Rasmussen. Und wie gesagt, sein Enkel, auch Jürgen Rasmussen, der hat uns diese Fahrzeuge überlassen. Und wir präsentieren quasi anhand der Marke DKW das Automobilland Sachsen. Aber zurück zum Frontantriebswagen. In den 1920er Jahren kann man, wenn man die Fachzeitschriften liest der damaligen Zeit, erkennen, dass die Fachleute sich gestritten haben, wozu brauche ich denn einen Frontantriebswagen? Also das ist eine technologische Herausforderung, die Vorderachse antreiben und lenken zu wollen. Da braucht man spezielle Gelenke etc. Und da hat man gesagt, das ist viel zu aufwendig, das braucht man nicht. Ne? Schuster, bleibt bei deinen Leisten, hinten eine starre Achse, ein Antrieb drauf und vorne lenken, das reicht völlig aus. Und Jürgen Skafke Rasmussen hat sich aber nicht beirren lassen. Er hat den DKW F1 entwickelt und Ende Januar 1931 fährt er auf den Eibsee, also zum Eibsee, das ist bei Garmisch-Badenkirchen an der Zugspitze, vielleicht wartet dort schon mal mit euren Eltern oder Großeltern, und präsentiert dort der Weltöffentlichkeit seinen DKW F1. Und auf diesem Eibsee passiert was Merkwürdiges, könnten wir sagen, was Besonderes. Da gehen wir gleich noch drauf ein, und zwar Er wird ausgelacht, also er bekommt Lob für das Fahrzeug, aber er wird gleichzeitig ausgelacht, als er sagt, er möchte bei diesem Rennen antreten. Und Efi, jetzt komme ich nochmal zum Fahrrad zurück. Bist du als Jugendliche
Und vielleicht machen das ja auch die Zuhörerinnen und Zuhörer. Als Jugendliche schon mal im Winter Fahrrad gefahren? Ja, natürlich. Was könnte denn da passieren? Das ist ein großes Vergnügen, ja? Weil du aufs Fahrrad aufsteigst, losfährst und dann erstmal dich hinlegst, wenn du nicht aufpasst. Genau. Und an was könnte das denn, wenn wir jetzt mal in die Physik hineingehen, an was könnte denn das liegen? Oh Gott, ich bin in Physik ganz schlecht, aber ich würde mal davon ausgehen, dass das mit dem Antrieb, Hinterantrieb zu tun hat. Genau. Wenn wir nämlich in so eine Kurve reinlegen und quasi das Hinterrad antreiben, genauso auf Fahrrad, genauso wie beim Motorrad, dann kann es passieren, dass uns das wegrutscht, also dass die zwei nicht mehr so richtig parallel sind, die Vektoren. Ich bin in Physik nicht ganz so sattelfest. Das wusste man aber Ende der 1920er, Anfang der 1930er Jahre nicht. Das wusste auch Jürgen Skafke Rasmussen nicht. Bei diesem Rennen Ende Januar 1931 sagt Ove Rasmussen, der Sohn, der Vater von dem Schenker von unserer Sammlung, ich trete bei diesem Rennen an. Er wird ausgelacht. Zitat, was willst du mit dieser Nuckelpinne? Ne? Also ihr erinnert euch gerade noch an das Auto, was wir da durch die Efi jetzt ein bisschen, verdeckt, hier als Silhouette dargestellt. Das ist Holz, mit Leder verkleidet, ein bisschen Blech und es hatten zwei Zylinder Ladepumpen-Rennmotor unter der Haube, 500 Kubik. Und naja, die Experten sagen so vorsichtig 25 bis 34 PS Leistung. Das kann man nicht hundertprozentig sagen. Hängt ja wirklich davon ab, was hat er auch auf die Straße gebracht. Und sein Gegner, Ove Rasmussen, hatte gar keine belegte Rennerfahrung. Und sein Gegner, Hans Ollendorfer, fuhr einen Bugatti Typ 37A, 1500 Kubikzentimeter unter der Haube, Heckantrieb, Turbolader, ungefähr 80 bis 95 PS Leistung. Also ihr seht das schon, wenn wir nur die Endgeschwindigkeiten vergleichen, 120 PS gegen 170 PS. Front gegen Heckantrieb, Rennerfahrung gegen keine Rennerfahrung. Wir haben das hier im Museum mal pathetisch, wir wollen ja auch mal ein bisschen Stolz produzieren, David gegen Goliath überschrieben. Was denkt denn ihr? Wie könnte das denn bei diesem Rennen ausgegangen sein? Was denkst du, Efi? Wer hat gewonnen? Sag nochmal bitte, ich habe das akustisch nicht verstanden. Wir haben ein leichtes Problem in der Technik. Wer hat gewonnen bei dem Rennen? Front- oder Heckantrieb? Wenn du so fragst und wenn wir das, ich würde sagen Frontantrieb. Ja, vorsichtig, ich führe manchmal Leute aufs Glatteis. Ja, dann war es der Heckantrieb. Okay. Schauen wir einfach mal weiter in der Geschichte. Ich halte mir die Antwort noch ein bisschen auf. Ich muss ja die Spannung ein bisschen aufrechterhalten. Wir haben dann mal lange recherchiert im Museum und wir haben einen Film gefunden aus dem Jahre 1928. Zur damaligen Zeit ist das Medium Film, Kino gerade so am Anfang im Entstehen. Es ist alles noch Stummfilm. Und da seht ihr, wie das dort zugegangen ist. Ich würde sagen, das ist ein Riesen-Event gewesen. Ihr müsst euch das vorstellen, auf einem zugefrorenen See, hier das Eibsee-Hotel, hier auf dem zugefrorenen See, Motorrad gegen Motorrad, Auto gegen Auto, Auto gegen Motorrad, aber auch gegen Flugzeuge etc. Also Neudeutsch oder heute würden wir sagen, die Leute hatten einen riesen Gaudi, einen riesen Spaß. Wir wollen euch einfach nur hier ein bisschen den Eindruck vermitteln. Und das war der Beginn der Rennsaison eines jeden Jahres. Es gab damals keinen TÜV, es gab keine Crashlabore. Das heißt also, die Ingenieure haben sich selber zum Teil reingesetzt in ihr Fahrzeug und haben gespürt, wie das quasi sich das Fahrzeug bewegt hat, verhalten hat. Und hier mal ein paar Fotos, so von 1928 bis 1932. Alte Glasnegative. Ja, ihr seht, auch Flugzeug ist auch gelandet auf dem See. Und all das hat natürlich was mit Mobilität zu tun. Mobilität hat was mit Erfindungen zu tun, mit Antriebstechnik. Aber da gehen wir nächste Woche so ein bisschen drauf ein. Hier seht ihr mal vom Eibsee-Hotel runter fotografiert. Ne? Ihr seht den See hier, den zugefrorenen See, und ihr seht quasi einen Rundkurs. Ne? Also ich komme jetzt nochmal, Efi fährt im Winter quasi auf diesen zugefrorenen See Fahrrad und muss aufpassen, dass sie nicht hinfällt. Also ich würde wahrscheinlich gleich gar nicht das unternehmen wollen. Nur, dass ihr einen kleinen Eindruck bekommt. Das muss also wirklich ein Mordsgaudi gewesen sein. Und das ist das Bild von 1931, und zwar das Startbild von 1931. Hier mit, gut zu erkennen, mit der Fahrzeugnummer 65, Ove Rasmussen im DKW F1, in dem Prototyp. Natürlich ist man mit Stollenreifen gefahren, ansonsten hätte man sich nicht wegbewegen können. Na? Genau. Einfach so noch ein paar Eindrücke, um
die Szenerie zu untermalen. Jetzt war es schon eine Folie zu weit, das ist aber nicht so ein Problem. Wir gehen einfach nochmal eine Folie zurück. Und zwar vielleicht, um das Bild gut zu fangen, auf dieses Startbild. Was ist jetzt passiert? Der Startschuss fällt. Hans Ollendorfer in Bugatti gibt Gas auf der Geraden, siegessicher auf Pol, auf Platz 1. Aber schon auf Platz 2 kommt Ove Rasmussen mit dem DKW F1. Und in der ersten Kurve, Hans Ollendorfer, ein erfahrener Rennfahrer. Evi, was würdest du in der ersten Kurve machen oder vor der ersten Kurve? Würdest du Gas geben? Warte, jetzt muss ich. Du bringst mich hier ganz schön in die Bredouille. Ja. Ich habe ja noch nicht so viele Autorennen gemacht. Weißt? Nein, na, du würdest natürlich den Fuß vom Gas nehmen beim Heckantrieb, ne? Weil du weißt. Ich muss gerade lachen, weil ich bei der Fahrschule gelernt habe, ich muss schnell aus der Kurve, also muss ich Gas geben, wenn ich in der Kurve aber bin. Aber ab dem Kurvenscheidepunkt, vor dem Kurvenscheidepunkt, musst du den Fuß vom Gas nehmen. Das macht natürlich Ollendorfer. Geht in die Kurve rein. Ove Rasmussen spürt, wie gesagt, die konnten es nicht berechnen, sie wussten es nicht. Wir wissen das heute, das nennt man retrospektive Betrachtung. Hans Ollendorfer spürt in der ersten Kurve, dass der DKW, dass der Frontantrieb die Spur hält. Er weiß nicht wieso. Er weiß, er hat das unterlegene Fahrzeug, er hat keine Erfahrung, aber er spürt, das Fahrzeug hält die Spur. Was macht Ollendorfer? Was würdest du machen, Evi? Du würdest, würdest natürlich. Darauf vertrauen. Ja, genau. Ne? Du würdest voll aufs Gas gehen. Ne? Das macht auch Ove Rasmussen. Er geht aufs Gas und in der ersten Kurve überholt er Hans Ollendorfer. Ollendorfer am Kurvenausgang, ich sage mal, die Halsschlagader muss hier gewesen sein irgendwo, gibt Vollgas. Auf der nächsten Gerade überholt Ollendorfer wieder Rasmussen. Rasmussen aber inzwischen hat Selbstbewusstsein gesammelt. In der zweiten Kurve wechselt wieder Platz 1 und Platz 2. Das geht quasi dieses gesamte Spiel, das gesamte Rennen über. Die Fachwelt, die noch kurz vor dem Start gesagt hat, einen Frontantrieb braucht keiner, das macht keinen Sinn, verstummt. Keiner hat mehr kritisiert. Und da seht ihr schön auch, man braucht nicht nur eine gute Idee und man muss diese Idee nicht nur in die Tat umsetzen, sondern man muss es auch heute marketingtechnisch gut vermitteln. Denn ohne eine Kommunikation nach außen nützt uns die beste Idee nichts. Leider wird Ove Rasmussen, und da komme ich zur Ausgangsfrage zurück, Evi, leider wird Ove Rasmussen nur Zweiter. In der letzten Kurve fährt er in ein Eisloch, wir fahren auf einen zugefrorenen See, das wissen wir aus den Rennberichten der damaligen Zeit, er fährt in ein Eisloch, verliert 10 Sekunden, wird Zweiter. Nichtsdestotrotz, 3-4 Wochen, das habe ich jetzt vergessen, später auf der Internationalen Automobilausstellung in Berlin, schnellen die Verkaufszahlen für den DKW F1 hoch. 3, 4, 5 Jahre später stellen fast alle Autohersteller auf Frontantrieb um. Und welche Autohersteller bauen heute noch Heckantrieb? Das sind dann so Traditionsmarken aus Traditionsaspekten. Und wir waren als Museum beim Herrn Rasmussen zu Hause, weil als wir die Ausstellung konzipiert haben, haben wir gesagt, wir brauchen was Authentisches. Da sagt der Museumsmensch, was Auratisches, also was mit dieser Geschichte ein Objekt, was aus dieser Zeit ist, was mit dieser Geschichte aufgeladen ist. Und da haben wir hier, ich halte es mal hoch, die Kamera kommt gleich, haben wir hier eine Silberschale. Wir wissen aus den Rennberichten der damaligen Zeit, dass Ove Rasmussen einen Silberpokal bekommen hat, als Preis für dieses Rennen. Wir haben aber kein Foto. Und wir waren beim Herrn Rasmussen zu Hause, meine Kollegin, die Annette, die nächste Woche auch euch was zur Familie näher bringt. Und wir waren bei Rasmussen zu Hause und haben gesagt, es muss doch noch was geben. Rasmussen, die Familie Rasmussen ist 45 rübergegangen in den Westen. Wie viele Industrielle, Sachsen hat ja durch den Zweiten Weltkrieg seine industrielle Leistungsfähigkeit verloren. Sachsen war ja mal das Industrieland von Deutschland. Jetzt sind ja viele Firmen abgewandert. Und nach vielen Gesprächen, nach vielen Tassen Kaffee, sagt auf einmal die Frau von Rasmussen, ja, na, wir haben doch noch unsere Brotschale. Und da kommt sie mit dieser Schale an. Und wenn wir mal reinzoomen mit der Kamera von oben. So sieht das besser, genau. Ne? Da seht ihr, wenn ihr reinschaut, Winterfahrt, Garmisch-Partenkirchen, 1931, ADAC und ADAC und BAC, Bayerischer Automobilclub. Diese beiden Automobilclubs haben dieses Rennen organisiert, das wissen wir aus den Quellen. Wir haben dann die Silberschale in dem Silberschmied vorgelegt und der hat gesagt, ja, er würde sie in die Zeit datieren und so können wir sagen, zu 95% ist das die, mit 95%iger Wahrscheinlichkeit, ist das die originale Silberschale. Ja, Evi? Das
das funktioniert sehr gut mit dem Melden, freue ich mich. auf YouTube fragt ein Nutzer, mit was wurden die Fahrzeuge denn zu der Zeit oder bei diesem Rennen angetrieben? Mit Benzin und Diesel, genauso wie heute im Prinzip. Bloß das Kraftstoffgemisch war damals ein bisschen ein anderes als heute. Heute haben wir natürlich neben der Motorentechnik, die wir verbessert haben, also die quasi den Verbrauch nach unten gesetzt haben und die Leistungsfähigkeit des Motors optimiert haben, haben wir natürlich auch im Kraftstoffgemisch verändert. Also früher hatten wir ein stärkeres, also stärkere Abgase, stärkeren Ruß, stärkere Schadstoffe, könnten wir sagen, das ist heute alles schon runtergekommen. Aber im Kern ist es quasi, können wir vereinfacht sagen, ist es quasi dieselbe Kraftstoff, die wir heute auch noch tanken. Und sag mal, wie kam es denn oder wie lange hat es denn dann noch gedauert, bis der Allradantrieb dazu kam? Ja, der Allrad kommt dann quasi aus dem Geländebereich herein. Auch da müsste ich, erwischte mich jetzt auf den falschen Fuß. Ich müsste jetzt also nachgucken, wann der Allrad erfunden worden ist. Kann ich jetzt also gar nicht so genau sagen, aber mein Bauch meinte oder würde meinen jetzt, dass gut 10, 20 Jahre später kommt der Allrad dazu. Dann, ja. Weil es ja eher wirklich fürs Feld ist. Ja, kein Problem. Aber eine schöne Frage. Werde ich mal nochmal nachlesen. Also genau, diese originale Silberschale, heute im Besitz der Familie Rasmussen, für uns, fürs Museum geliehen, um diese Geschichte einfach abzurunden, um sie emotional darzustellen. Und ihr seht im Prinzip, so könnten wir ein bisschen sagen, Sachsen, sächsische Industriegeschichte, hat was mit Mobilität zu tun, mit weltweiter Mobilität. Denn ihr könnt ja mal eure Eltern fragen, was sie fahren, ob Front- oder Heckantrieb. Oder vielleicht fährt euch euer Vater oder eure Mama oder euer Bruder oder eure Schwester, wie auch immer, auch Motorrad. Und da könnt ihr auch mal fragen, wie ist es zu schlechten Traktionsbedingungen. Also so ein einfacher Wechsel zwischen Front- und Heckantrieb quasi verbessert unseren Fahrkomfort. Und dadurch werden die Fahrzeuge auf einmal auch für den Winter tauglich. Und das verändert wieder massiv unser ganzes Verhalten, unseren ganzen Warentransport etc. Wir gehen jetzt mal ein Stückchen weiter. Ich überspringe die Folien jetzt hier, die haben wir ja schon gesehen. Die Mobilität nimmt also quasi zu. Jetzt hier bloß am Beispiel des Autos. Ich habe mal versucht rauszusuchen, wie viele Fahrzeuge in Deutschland angemeldet sind. Bin dann aber ein bisschen gescheitert, weil die Quellen alle mir viel zu alt waren. Also weit über 40 Millionen bei 82 Millionen. Einwohner, und das sind ja nur die PKWs, hinzu kommt natürlich der LKW-Verkehr etc. Aber Mobilität, hatte ich ja eingangs gesagt, hat ja heute was ein bisschen mit Globalisierung zu tun. Das ist natürlich nicht der LKW-Verkehr. Den LKW-Verkehr sehen wir in der Stadt, den sehen wir auf der Autobahn, aber wenn wir von Mobilität sprechen, im Sinne von Warentransport, im Sinne von Urlaub, dann reden wir eigentlich vor allen Dingen vom Schiffsverkehr. Und das ist schon relativ alt, also Schiffe gibt es schon in der Antike, Warentransport mit Schiffen gibt es auch schon in der Antike. Oh, da gibt es eine Frage, ja? Ja, Entschuldigung, nochmal einen Sprung zurück. Stefanie fragt, was hat denn ein Auto zu der Zeit, also 1950, so gekostet? 1950? Oh, da müssten wir jetzt fragen, BAD oder DDR? In der BAD sind wir im Weltwirtschaftswunder so ein bisschen, oder Beginn des Weltwirtschaftswunders. Wir haben ja den Marshallplan, der die Wirtschaft nach vorne bringt. Und der VW Käfer als Sinnbild, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, oder googelt einfach mal VW Käfer. Der New Beetle ist ja die Neuauflegung. Der VW Käfer so hat, das müsste ich nochmal nachgucken, aber ich dachte damals schon unter 10.000 D-Mark gekostet. Also müsst ihr so nochmal nachgucken, 1950, was da die Währungseinheit war. Entscheidend ist gar nicht so sehr der Preis, Steffi. Entscheidend ist eigentlich vielmehr, was hat man verdient in der damaligen Zeit und was ist im Portemonnaie geblieben. Also fragt einfach mal eure Eltern den Unterschied zwischen Brutto und Netto. Also Brutto ist das, was der Arbeitgeber mir gibt und Netto ist das, was in meinem Portemonnaie ankommt. Und abzüglich aller Unkosten könnten wir jetzt sagen, also Miete, Essen etc., habe ich dann, ich nenne es immer freie Ressourcen. Und die kann ich quasi in mein Auto investieren. Um die Frage vielleicht ein bisschen zu beantworten und ins Verhältnis zu setzen, ich glaube, man musste so ungefähr 12 Monate bis 24 Monate auf dem VW Käfer sparen, als normaler Arbeiter. Und das sieht man schon, das ist also auch ein gewisser Wert, den wir investieren, und fragt mal eure Eltern vielleicht alle, wie viele Jahre sie sich heute ein neues Auto kaufen. Also die Zahlen haben sich gar nicht so sehr viel verändert. Genau. Schiffsverkehr gab es schon in der Antike, Warenverkehr gab es schon in der Antike. Und wenn ihr jetzt heute nochmal in euer Kinderzimmer geht, und einfach mal guckt, auf euer Handy, auf eurer Playstation, auf eurem Puppenhaus oder was auch immer, wo kommt das her? Kommt vieles aus dem asiatischen Raum. Und das wird nicht
mit dem Auto oder LKW primär transportiert, sondern als erstes mit dem Schiff. Und das sind große, riesengroße Containerschiffe, die mit Verbrennungsmotoren angetrieben werden. Auch da experimentiert man in Zeiten des Klimawandels, wie kann man das effektiver gestalten, klimaneutraler gestalten. Und ganz viele Waren kommen halt über das Schiff. Also der, wenn man es ins Verhältnis setzen würde, könnte man sagen, so viel ungefähr, das ist LKW und so viel ist Schiffsverkehr heutzutage. Also eine ganze Menge, obwohl wir das natürlich hier in Sachsen beispielsweise gar nicht so sehr sehen. In Sachsen, ja, was haben wir denn da? Da haben wir die Elbe. Ne? Vielleicht sind ja einige aus Dresden von euch zugeschaltet oder gucken zu. Die Elbe ist natürlich ein historischer Transportarm. Die ersten großen, ja, Straßen, könnte man sagen, in der Industrialisierung, das sind die Flüsse im Prinzip, Flüsse und Kanäle. Und in Leipzig, da gibt es auch so einen industriellen EFI, Plagwitz. Hilf mir, Plagwitz? Ja, Plagwitz, genau, da hat doch so ein Industrieller so einen Kanal gebaut. Ne, um Waren, Elster, meinst du? Ja, den Karl-Heine-Kanal. Ne? Ach so, ja. Ja, und damit hat man quasi Waren von A nach B transportiert. Also Schiff ganz wichtig und auch da braucht man ganz viele, viele Teile. Ne? Ich hatte vorhin den Urlaub schon angesprochen. Flugzeug ist natürlich auch ganz wichtig, wobei wir eher im Flugzeug den Personenverkehr im Auge haben als den Warentransport. Natürlich jetzt in Corona-Zeiten kommen die ganzen Atemschutzmasken etc. mit dem Flugzeug aus dem asiatischen Raum zu uns. Also Flugzeug nutzt man immer dann, wenn ich ganz schnell von A nach B kommen muss. Aber so ein Flugzeug hat eine begrenzte Kapazität. Also ein Seekontainer habt ihr vielleicht schon mal irgendwo auf der Baustelle gesehen, so ein 20-Fuß-Container. Da geht eine ganze Menge rein. So ein Flugzeug ist irgendwann halt einfach mal voll. Und wo führt uns das Ganze hin? Wir kommen in, deswegen habe ich hier die Uhr hinter mir, wir kommen in wesentlich kürzerer Zeit schneller von A nach B. Wir können in wesentlich kürzerer Zeit Waren von A nach B transportieren. Und das ist der Motor unserer Welt. Wenn wir also ins in die Kaufhalle gehen wollen, wenn wir uns was zu Weihnachten wünschen, dann hat das was damit zu tun, dass es kluge Köpfe wie den Herrn Rasmussen gab oder den Herrn Hartmann, die Maschinen erfunden haben, womit wir Waren transportieren können. Das hat was mit Infrastruktur zu tun. Ein Flugzeug braucht einen Flughafen, eine Eisenbahn braucht eine Eisenbahntrasse und einen Hauptbahnhof und ein Auto braucht halt eine Straße. Und das Ergebnis ist quasi unser zunehmender Warenverkehr. Das sehen wir, wenn wir in die Kaufhalle halt gehen. Fragt mal eure Eltern oder Großeltern, wie es zu DDR-Zeiten war. Da konnte man sich nämlich nicht immer alles sofort kaufen. Und heute, gut, jetzt vielleicht in der jetzigen Zeit nicht ganz so sehr, aber heute ist ja theoretisch alles ein Fingerklick, könnte ich jetzt sagen, mit dem Smartphone von uns entfernt. Und die Mobilität, ich komme nochmal zu meiner Ausgangsthese zurück, ist der Motor der Welt. Ich hoffe, ich konnte euch das wenigstens an ein paar Exponaten, ein paar kleinen emotionalen Geschichten näher bringen. Ich würde einfach sagen, wenn die Phase vorbei ist, besucht uns mal im Industriemuseum. Wir haben viele Dinge zum Ausprobieren, viele Dinge zum Lernen, zum Anschauen, viele spannende Geschichten, die mit den Exponaten verbunden sind. Kommt einfach her, macht eine Führung. Ich freue mich auf euch.